eine Million, die wir geerbt haben, dividiert durch drei, ist ein schönes Geld, gar keine Frage. Aber es müsste viel mehr gewesen sein. Also ich kann rechnen und dass das alles war, also ich habe es nicht so ganz geglaubt. Es fehlt so im Schnitt eine Million. Der Verdacht besteht, dass hier eine unwahrscheinliche Schlamperei Platz gegriffen hat. Ich glaube nicht, dass unser spezieller Fall ein Einzelfall ist, sondern dass es das sehr oft gibt. Das wäre uns lieber, sie hätte das Geld verbraten. Sie. Ja? Also bitte nicht sagen, dass wir gierig sind. Wenn man jetzt die Akten alles anschaut, steigt einem die Grasbirn hoch. Das ist so eine Frechheit. Wo ist das Geld der Tante Traude? Wir wissen es nicht. Vor knapp einem Jahr sind wir via Mail auf das angeblich stark geschrumpfte Vermögen einer Tante Traude aufmerksam gemacht worden. Beschrieben wird eine ältere, reiche, kinderlose, hilfsbedürftig gewordene Dame, die einen Sachwalter bekommen hat. Aber wie der mit dem Besitz der Tante umgegangen ist, können ihre Verwandten nicht nachvollziehen. Ein Zitat aus dem Mail. So wurden beispielhaft zwei Eigentumswohnungen und diverse Weingärten durch den Sachwalter verkauft. Interessanterweise um bis zu 50% unter dem Wert der Sachverständigengutachten und bei gleichzeitig hohem Sparvermögen, also ohne Notlage. Solche oder so ähnliche Mails bekommen wir regelmäßig. Verwandte behaupten, dass ein Sachwalter, heute heißt das ja korrekt Erwachsenenvertreter, eigenartig mit dem Vermögen von Schutzbefohlenen umgehen würde, dass er irgendwie mit dem Pflegschaftsgericht zusammenspielt und die potenziellen Erben, sagen sie, bekommen keine Auskunft und sehen ihr Erbe dahinschmelzen. Ob wir da nicht genauer hinschauen könnten, ob das nicht von öffentlichem Interesse wäre, so etwas einmal zu beleuchten. Gibt es das wirklich oder bilden sich die Verwandten das eher ein? Sabine Zink hat beschlossen, sich den Fall der Tante Traude, ich möchte sagen, fast akribisch genau anzuschauen. Landesgericht Wiener Neustadt, Erdgeschoss. Rechtssache Margit Aigner gegen Republik Österreich, Saal 36 eintreten. Für mich ist es immer so erschreckend, wenn ich da draußen am Gang sitze und es wird aufgerufen, Margit Aigner gegen die Republik Österreich. Ich habe nichts gegen die Republik Österreich, aber es hat sich so ergeben. Drei Frauen aus Gumpolskirchen ziehen gegen die Republik Österreich vor Gericht. Der Akt in dieser Rechtssache liest sich streckenweise wie das Drehbuch zu einem Erbschaftskrimi. In der Hauptrolle eine reiche Erbtante, Tante Traude. Da sind alle drauf, ja? Nur die Tante Traude hat fotografiert, die ist nicht dabei. Erinnerungen an Tante Traude. Ihre Nichten Margit und Andrea Aigner und Helga Wallner haben für uns die alten Fotoalben hervorgekramt und erzählen von einer innigen Beziehung zur Tante, von Familienfesten, von gemeinsam verbrachter Zeit. Sie war bezaubernd. Sie war ja gar keine Tante, sie war wie eine Schwester zu uns. Und? Also zu mir schon, weil die hübsche Helga, die hat mich aufgezogen. Sie war sehr lieb, sie war immer offen, sie hat uns drei Nichten alle sehr, sehr gern gehabt. Also ich kann eigentlich nur Positives von ihr berichten. Tante Traude war eine Seele von einem Mensch. Die war mehr Schwester wie Tante zu uns. Kein böses Wort, kein Verbot, unglaublich lieb. Und wir haben sie alle, also meine Cousine und meine Schwester, wir haben sie derart lieb gehabt, dass wir unsere Ferien auch immer bei ihr verbracht haben. Sie war sehr hübsch, ja? Sehr umschwärmt in der ganzen Gegend. Traude, geboren 1947 in eine Weinhauerfamilie in Gumpolskirchen in Niederösterreich. Eine Tochter aus gutem Haus. Bei uns im Ort heißt es, das sind Leute, die haben es zu was gebracht. Aber es ist nie ein Reichtum gewesen, dass man da einen Putz hat. Immer sehr sparsam gelebt, vor allem die Großmutter. Die hat 100 Euro verdient und 120 Euro davon gespart. Ja, das sind so diese einfachen, aber sehr tüchtigen Leute. Und bevor man uns irgendeinen Luxus kauft, kauft man sich einen Weingarten. Ja. Mit 20 Jahren heiratet Traude Anton, einen aufstrebenden Weinhändler. Tante Traude und Onkel Toni,
ein stattliches Paar. Ich glaube, das war Liebe auf den ersten Blick. Ja, und man sieht sie auf den Fotos, wenn er sie anschaut, er zerrinnt ja förmlich. Sie hat ja ein wunderschönes weißes Kleid, den Schleier gehabt. Also sie hat echt ausgeschaut wie eine Prinzessin. Sie war auch sehr verliebt in ihn. Sie glaube ich, hätte Gumbelskirchen nicht verlassen, wenn sie diesen Mann nicht so geliebt hätte. Tante Traude sei finanziell gut ausgestattet in die Ehe gegangen. Es waren drei Mädels, jede hat ein Haus gekriegt, jede hat eine Wirtschaft gekriegt, Weingärten und ein Geld zur Hochzeit. Ja, das war ihr größter Wunsch. Von der ersten Minute wollte sie Kinder, wie sie geheiratet hat. Das war ihr ein und alles, eine Familie und Kinder. Und sie war auch der Mensch dafür. Sie hat so viel Geduld mit Kindern gehabt. Die Ehe von Tante Traude und Onkel Toni bleibt kinderlos, trotz medizinischer Eingriffe. Keine Kinder. Abseits der emotionalen hat das noch eine andere Dimension, die für diese Geschichte noch eine ganz große Rolle spielen wird. Es gab keinen Erben, der direkt von Tante Traude abstammt. Also der Erbe musste her, wenn ein Betrieb da ist, muss immer ein Erbe her. Die Nichten erinnern sich, dass noch jemand sehr unglücklich darüber war. Die Mutter von Onkel Toni. Das Verhältnis zwischen Traude und ihrer Schwiegermutter soll nicht das Beste gewesen sein. Abschied vom Bus. Sie hat immer geschimpft über sie, weil sie permanent da war. Meine Tante Traude ist von einer sehr bestimmenden Mutter zu einer noch bestimmenderen Schwiegermutter gekommen. Dennoch, Traude und Toni hätten ein schönes Leben geführt. Viel gearbeitet, sich aber auch etwas gegönnt. Reisen unternommen. An Geld habe es nie gemangelt. Onkel Toni habe gut gewirtschaftet. Er hat ja nie ein Hehl daraus gemacht, wie viel Geld er hat. Er hat seine Firma liquidiert, hat dieses Geld wieder angelegt, er hat in Gold angelegt, in Münzen angelegt. Er hat seine Depots überall gehabt, bis in die Schweiz. Und wir wussten davon, weil er es ganz einfach erzählt hat. Tante Traude hat sich eigentlich nie um Geldangelegenheiten gekümmert. Sie war so sehr tüchtig, aber der Onkel Toni hat es irgendwie übernommen. Ja? Er macht das. Mit knapp 40 Jahren wird Tante Traude schwer krank. Ah ja, schau, da war es schon krank. Ja, schau. Das sieht man. Das ist auch so ein spätes Foto. Sie hat diesen leeren Blick dann gehabt. Ein Hypophysentumor, eine Operation, ein Zuckerkoma, bleibende Hirnschäden. Tante Traude war nicht mehr dieselbe. Und damit war halt ihr schönes Leben, das sie vorher gehabt hat, war dann aus. Nach der OP hat sie müssen alles wieder lernen, gehen, sprechen. Wir sind im AK mit ihr auf und angegangen nach dem Koma, dass sie wieder gehen lernen kann. Tante Traude sei zunehmend auf Hilfe angewiesen gewesen. Und Onkel Toni habe auch finanziell alles für seine Frau getan, erzählen die Nichten. Onkel Toni hat dann später eine Gesellschafterin für sie organisiert, damit ihm immer jemand an ihrer Seite ist, weil sie ist manchmal gestürzt und so. Und ja, und diese Gesellschafterin ist dann ihre Pflegerin geworden. Er hat zu uns immer gesagt, wenn mir was passiert, die Traude ist versorgt. Und dann ein Schicksalsschlag. Am 3. März 2008 stirbt Onkel Toni, vollkommen unerwartet. Das war eine ganz blöde Geschichte. Er ist einfach von der Leiter von 4 Meter runtergefallen, Gehirnaustritt und hat noch ein paar Stunden gelebt und war tot. Ein total unnötiger Tod. Niemand hätte gedacht, dass Tante Traude ihren Mann überlebt. Onkel Tonis Testament, sein letzter Wille, ihr lautet: Nach mir soll die gesetzliche Erbfolge eintreten. Demgemäß ist meine Gattin Waltraud zu 2 Dritteln und meine Mutter zu 1/3 erbberechtigt.
Und Onkel Toni wünscht noch etwas. Nach meinem Tod wird meine Frau zu besachwalten sein. Ich ernenne zum Sachwalter einen langjährigen Freund der Familie, welcher über die Vermögensverhältnisse genau Bescheid weiß. Und dieser Sachwalter wird dann auch später vom Gericht bestellt. Ich habe den Herrn nie kennengelernt. Ich dachte nur, der Onkel Toni hat ihn ausgesucht in seinem Testament und es hat seine Richtigkeit. Und es hat geheißen, sie wird dann besachwaltet. Sie ist besachwaltet worden und man ist davon ausgegangen, dass das eine korrekte Sache ist. Für mich war es anfänglich in Ordnung, weil man gedacht hat, der muss ja wissen, was er tut oder warum er das tut. Ja? Der Onkel Toni? Ja. Und das war, anfangs war es in Ordnung. Im Zuge eines Erbteilungsübereinkommens wird Onkel Tonis Nachlass dann konkret aufgeteilt. Schwiegermutter und Traude, letztere vertreten durch den Sachwalter, einigen sich also darüber, wer was bekommt. Tante Traude erbt Bankguthaben und Liegenschaftsanteile im Wert von rund 1,3 Millionen Euro. Also, die 1,3 Millionen Euro kommen zum eigenen Vermögen der Tante Traude dazu. Sie ist mit der Verwaltung von dem vielen Geld überfordert und hat einen Sachwalter bekommen. Der soll aufpassen, dass sie in finanziellen Angelegenheiten nicht über den Tisch gezogen wird. Und damit der Sachwalter nicht selber trickst, wird er vom Gericht überwacht. Dem muss er laufend Rechnung legen und wenn er etwa Grundstücke verkaufen will, dann braucht er dafür die Genehmigung des Gerichtes. Dafür bekommt der Sachwalter wiederum eine Entschädigung. Derzeit bekommt ein Erwachsenenvertreter, so heißt der Sachwalter seit einer Gesetzesänderung vor ein paar Jahren, 5% der Nettoeinkünfte der zu vertretenden Person. Bei reichen Leuten bekommt er sogar 2% des Vermögens jährlich. Kurz und gut, das Vermögen der Tante Traude liegt jetzt in den Händen eines Sachwalters und sie muss darauf vertrauen, dass der sorgfältig damit umgeht und vom Gericht ordentlich kontrolliert wird. Humboldtskirchen in Niederösterreich. Ein malerischer Weinort. Hier hat Tante Traude die Kindheit verbracht. Ihre drei Nichten leben immer noch hier. Margit Aigner ist Pächterin des Melkerhofs, einer beliebten Hochzeitslocation. Da treffen wir die Nichten an einem Montagvormittag im ruhigen Gastgarten und lassen uns erzählen, wie es nach dem Tod von Onkel Toni mit Tante Traude weitergegangen ist. Traude habe zusammen mit der betagten Schwiegermutter im Haus gelebt. Das war dann auch so eine Abhängigkeit. Es konnte, die eine war uralt und die andere pflegebedürftig. Sie sind halt so zusammengewachsen. Das war so wie, die eine konnte nicht ohne der anderen, aber hat kein gutes Haar an ihr gelassen. Die Nichten erzählen sehr emotional über verschiedenste Konflikte in dieser Zeit. Sie hätten die zunehmend kranke Tante Traude oft besucht, mit ihr etwas unternommen und sich auch um sie gekümmert. Es habe einige Male Probleme mit der Pflege gegeben. Über Finanzielles sei man nicht informiert gewesen. Zum Sachwalter habe es kaum Kontakt gegeben. Der Eindruck der Nichten, Tante Traude hat nicht auf großem Fuß gelebt. Weil wir haben immer zu spüren bekommen, also vom Sachwalter ja auch, die Traude muss sparen. Die Pflegerinnen sind nur angehalten worden zu sparen. Aber das war der Traude wurscht. Es war ihr nicht so wichtig. Gott sei Dank, sie hat nicht darunter gelitten. Ja? Weil sie eben wie ein kleines Kind war. Es gibt zu essen, es gibt einen Fernseher, es ist eh alles da und um alles andere kümmern sich die Eltern, in dem Fall die anderen. Ja? Ich habe den Sachwalter gefragt, wie viel Geld eigentlich da ist nach diesen ganzen Sparmaßnahmen, den er ja auch den Pflegerinnen aufgelegt hat. Wie viel Geld ist noch da? Ich habe keine Summe bekommen. Er hat zu mir gesagt, naja, solange es legt, wird es sich schon ausgehen. Da haben Sie dann nicht mehr nachgebohrt, oder? Nein. Ja, wie willst du das machen? Der sagt nichts. Er muss dir ja auch nichts sagen. Lassen wir die Erzählungen im Gastgarten des Melkerhofes so stehen, aber merken uns. Konflikte schwelen. Und wenn Menschen den Weg zu Gericht antreten, ranken sich die Rechtsstreitigkeiten zwar um Paragraphen, wurzeln aber oft tief in persönlichen Geschichten, wachsen und gedeihen manchmal über einen langen Zeitraum. So auch in diesem Fall. Nach dem Tod von Onkel Toni vergehen 10 Jahre.
In dieser Zeit stirbt die Schwiegermutter. Und dann kommt der 15.12.2019. Tante Traude stirbt. Es war unglaublich traurig, es ist wie wenn eine Schwester stirbt. Ja? Aber für mich war es so, jetzt ist sie erlöst. Sie hat nichts mehr gehabt, sie ist nur mehr liegen. Sie hat nicht mehr nach Gumbitzkirchen können fahren, weil sie nicht mehr sitzen hat können, im Auto sitzen. Ja? Es ist für sie alles so mühsam gewesen. Ja, also sie war sehr lieb. Also, ja, also eine sehr, sehr liebe Frau, eine liebe Tante. Und auch Tante Traude hat ein Testament verfasst, bereits 1981. Ihr letzter Wille lautet: Zu Erben meines gesamten Nachlassvermögens setze ich zu gleichen Teilen meine Nichten ein. Andrea, Margit und Helga erben von ihrer Tante rund 1 Million Euro. Wir haben nicht gewusst, dass sie ein Testament zugunsten ihrer Nichten gemacht hat. Für mich war klar, dass die Schwestern sind, wenn heute oder morgen was passiert, dass die Schwestern da sind. Aber eigentlich hätte sie es auch im Tierschutzverein oder der Kirche vermachen können. Ja. Wir sind alle gut gestellt, also gut gestellt. Geld kannst du immer brauchen, das ist ganz klar. Aber keiner braucht es dringend. Ja? Und es wäre uns lieber, sie hätte das Geld verbraten. Sie. Ja? Und so haben sie eigentlich sehr sparsam gelebt. Und wir haben dann doch dann viel geerbt. Und ja, da ist das Dach, die Fassade, ich habe meinen Schuh ausgegeben. Es ist nicht so wichtig, das Geld. Aber ich habe die Fenster renovieren lassen. Nicht? Und das ist aber der Tante Traude ihr Geld. Aber im Zuge der Erbschaftsabwicklung reift bei den Nichten ein Verdacht. Es müsste mehr da gewesen sein. Und jetzt nicht 1 Million, die wir geerbt haben, dividiert durch 3, ist ein schönes Geld, gar keine Frage. Aber es müsste viel mehr gewesen sein. Also ich kann rechnen und ich weiß, dass mein Onkel viel gearbeitet hat, viel gehandelt hat und gut immer angelegt hat. Und dass das alles war, also ich habe es nicht so ganz geglaubt. Es muss das Doppelte gewesen sein, mindestens. Und das kann die Traude nicht verbraucht haben. Wo ist das Geld der Tante Traude? Wir wissen es nicht. Es ist dieser Mann, der die Suche nach dem Geld der Tante Traude aufnimmt. Gerold Wallner, der Ehemann einer der Erbinnen. Sie beantragen bei Gericht Einsicht in den dicken Pflegschaftsakt, fotografieren mehr als 800 Seiten daraus. Dazu kommen noch 200 Seiten aus dem Nachlassakt und 200 Seiten Kontoauszüge. Wallner fertigt davon zig PDF-Dokumente und beginnt zu lesen, wochenlang. Und er rechnet. Man kann das aus den Akten auch sehr gut nachvollziehen, wie der Vermögensstand nach dem Tod von Onkel Toni ausgesehen hat. Das hat sich so zusammengesetzt, ungefähr laut Sachwalter 1,3 Millionen aus der Erbschaft nach dem Onkel Toni. Und zusätzlich hatte sie selber noch Vermögen und das machte dann laut Sachwalter in Summe ungefähr 1,8 Millionen aus. Wenn man jetzt berücksichtigt, dass da Lebensversicherungen, Grundstücke in Gumpelskirchen etc. Seltsamerweise in der Aufstellung des Sachwalters fehlen, dann würde man ungefähr auf 2,3 Millionen kommen, die die Tante Traude nach dem Tod von Onkel Toni zur Verfügung hatte. Und 10 Jahre später hat sie dann 1 Million noch vererbt? Dann hat sie 1 Million vererbt. Gerold Wallner stößt bei der Lektüre des Pflegschaftsaktes auf ein Protokoll vom 20.06.2017, eine Aussage des Sachwalters der Tante Traude. Ich war ein Freund des verstorbenen Gatten der Betroffenen. Diesem war es immer wichtig, dass seine Gattin versorgt ist, aber die Verwandten einmal nichts bekommen sollen. Der Sachwalter sagt später im Rahmen einer Einvernahme, dieses Zitat sei eine Fehlinterpretation und er korrigierte. Er? Gemeint ist Onkel Toni, der Mann von Tante Traude, sagte mir gegenüber, dass es seinen Mädels, Mutter und Frau, sollte etwas mit ihm sein, immer gut gehen soll, sollte nach deren Ableben aber nichts mehr für die Verwandtschaft übrig bleiben, dann sei es halt so. Ja, auch das ist eine interessante Aussage, weil ein Sachwalter sich nicht um das Interesse zweier Mädels kümmern kann,
die miteinander kontrahieren. Der Sachwalter hat die Aufgabe, sich ausschließlich um das Interesse der Besachwalteten zu kümmern. Wallners Misstrauen dem Sachwalter gegenüber wächst. Er meint, beim Studium der Akten etliche Anhaltspunkte für folgenden Verdacht gefunden zu haben. Dass der Sachwalter, aber auch andere mit dem Besitz der Tante Traude befasste Personen, wie zum Beispiel zwei Notare, vermögensrechtliche Handlungen getätigt hätten, die nicht zum Wohle der Tante Traude gewesen sein sollen. Im Gegenteil. Der erste Eindruck nach 2-3 Wochen aus der Aktenlage, wenn man das so sagen möchte, war eine große Enttäuschung in Bezug auf die Motivation des Sachwalters, der offenbar gezielt nicht im Interesse der Tante Traude gehandelt hat, und diese mangelnde Kontrolle des Gerichtes, dem viele Dinge eigentlich sofort ins Auge fallen hätte müssen, wenn man hingeschaut hätte. Und wir daraus eigentlich schließen müssen, diese Kontrolle hat nicht stattgefunden. Wenn man jetzt da wirklich sich die Akten alles anschaut, steigt einem die Grausbirn hoch. Das ist so eine Frechheit. Und ich glaube nicht, dass unser spezieller Einzelfall ist, sondern dass es das sehr oft gibt. Das Geld der Tante Traude wird zum Fall für die Justiz. Die Erbinnen werden zu Klägerinnen. Sie bringen Amtshaftungsklagen gegen die Republik Österreich ein. Dazu später. Und sie erstatten Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt. In einer 100 Seiten umfassenden Sachverhaltsdarstellung erheben die Erbinnen schwere Vorwürfe. Unter anderem gegen den Sachwalter der Tante Traude und zwei Notare und beschuldigen sie des schweren Betruges, der Untreue und Veruntreuung. Starker Tobak. Wir wollten natürlich vom Sachwalter und den Notaren wissen, was sie zu den Vorwürfen sagen. Aber Sie haben sich alle auf Ihre Verschwiegenheitspflicht berufen und aus diesem Grund nichts gesagt, kein Interview gegeben. Aber Sie haben großen Wert darauf gelegt, dass Ihr Bild und Ihr Name nicht in der Sendung erscheint, und daran haben wir uns gehalten. Aber den Akten entnehmen wir, dass Sie alle Vorwürfe bestreiten und immer wieder betonen, dass alles, was Sie mit dem Vermögen der Tante Traude gemacht hätten, vom Pflegschaftsgericht bewilligt worden ist. Und der Sachwalter sagt sogar, er hätte die Wünsche der Tante Traude erfüllt und keinesfalls zu einer finanziellen Schädigung beigetragen. Dieser Argumentation hat sich dann auch die Staatsanwaltschaft angeschlossen. Die Notariatskammer schreibt uns dazu: Mit 28.04.2022 hat das zuständige Gericht nach eingehender Prüfung die endgültige Einstellung des Verfahrens mitgeteilt. Damit ist das korrekte Vorgehen der Notare in der Sache bestätigt. Also das heißt strafrechtlich, dass die Notare und der Sachwalter keinen Betrug oder keine Veruntreuung oder keine Untreue begangen haben. Aber dann läuft ja auch noch ein zivilgerichtliches Verfahren. Da geht es darum, ob die Republik Österreich für das Verhalten ihrer Organe gerade stehen muss und Schadenersatz bezahlen, wenn etwa beim Pflegschaftsgericht bei den diversen Bewilligungen Fehler gemacht worden sind. Baden bei Wien. Wir könnten jetzt einen gemütlichen Spaziergang durch die schöne Kurstadt machen und in einem der zahlreichen Cafés die Zeit verstreichen lassen. Aber wir sind nicht zum Vergnügen hier, sondern auf der Suche. Auf der Suche nach dem Geld der Tante Traude. Denn hier in Baden soll zumindest ein Teil ihres Vermögens verschwunden sein. Wir haben ja gewusst, sie hat zwei Wohnungen in Baden, die der Toni extra für sie gekauft hat, falls sie wieder nach Hause möchte. Das war dafür gedacht, dass wenn er früher stirbt, dass die Traude noch in ihre Wohnungen zieht, nach Baden, sage ich jetzt einmal, und in der Nähe ihrer Schwestern ist oder ihrer Nichten. Zwei wunderschöne Wohnungen, eine für sie und eine für die Pflegerin. Von vorne. In Baden besaßen Tante Traude und Onkel Toni zwei Eigentumswohnungen, die ihnen je zur Hälfte gehört haben. Es gab Gerüchte in der Familie, wonach Onkel Toni die Wohnungen irgendwann verkauft hätte. Die Wahrheit, so die Erbinnen, habe sich dann erst nach dem Tod von Tante Traude herausgestellt. Traude habe die Wohnungen nach Onkel Tonis Tod zur Gänze geerbt und der Sachwalter habe sie dann verkauft. Wie Sie gehört haben, dass die nicht der Onkel Toni verkauft hat, sondern der Sachwalter, wie ist es Ihnen da gegangen? Da waren wir alle vier ziemlich frustriert, weil es eigentlich ein Wahnsinn ist. Und ja, und dann haben wir recherchiert.
Gerold Wallner nimmt die Spurensuche im Pflegschaftsakt auf. Er findet Pläne, Gutachten und Kaufverträge. 2009 wurde demnach die erste Wohnung, 2010 die zweite Wohnung vom Sachwalter verkauft. Die beiden Wohnungen in Baden wurden weit unter dem Verkehrswert verkauft. Erster schwerer Fehler, zweiter schwerer Fehler, sie hätten gar nicht verkauft werden dürfen. Und die Kombination ist halt noch auffälliger. Und jetzt rückt das Pflegschaftsgericht in den Fokus des Geschehens. Denn dieses muss Immobilienverkäufe einer besachwalteten Person genehmigen. Und hat es im Fall von Tante Traude auch getan. Gleich zweimal, bei Wohnung 1 und Wohnung 2. Die Erbinnen bringen Amtshaftungsklagen ein. Ihr Prozessgegner in dieser Causa ist also die Republik Österreich. Als Anwalt der Republik tritt in solchen Verfahren immer eine Dienststelle des Bundes auf, die so klingt, als hätte sie nur mit Steuern, Zöllen und Gebühren zu tun. Die Finanzprokuratur. Die dortigen Juristen werden den Standpunkt vertreten, dass das Pflegschaftsgericht keinen Schaden durch ein rechtswidriges Verhalten verursacht hat, der Staat, die Republik Österreich, also keinen Schadenersatz zahlen muss. Es geht also nicht mehr um Bestrafungen, sondern nur um Geld, das die Republik den Nichten der Tante Traude zahlen könnte. Das Pflegschaftsgericht wollte wegen des laufenden Verfahrens übrigens keine Stellungnahme abgeben. Die juristischen Kontrahenten in der Causa sind Dr. Peter Leski, Rechtsanwalt der Erbinnen, und Dr. Martin Paar, leitender Prokuraturanwalt. Er vertritt im Amtshaftungsverfahren die Republik Österreich. Ein kurzer Vorgeschmack auf den kommenden Schlagabtausch. Wir sind davon überzeugt, dass die Ansprüche verjährt sind. Die Ansprüche sind deshalb nicht verjährt, weil es besondere Bestimmungen im ABGB gibt. Das Gericht hat in beiden Fällen rechtmäßig gehandelt, jedenfalls aber vertretbar. Die Rechtsansicht der Pflegschaftsrichterin war nicht vertretbar. Das Gericht hat keine Schuld zu verantworten. Es war grobe Fahrlässigkeit. Auch das ist nicht richtig, es liegt keine grobe Fahrlässigkeit vor. Bei Peter Leski, Anwalt der Erbinnen, türmen sich in der Causa bereits die Akten. Das ist der Akt, Tante Traude sozusagen. Das ist nicht ein Akt, das sind viele Akten. Es geht ja hier darum, dass man die Ereignisse der letzten 14 Jahre aufarbeiten muss. Da hat sich schon einiges getan. Das ist nicht so wie bei einem Banküberfall. Wenn einer mit der Waffe zur Bank kommt, der Vorfall ist meistens 3-4 Minuten. Es gibt ein Videoprotokoll und damit ist die Angelegenheit erledigt. Hier geht es ja in einem Zeitraum, der in das Jahr 2008, 2009 zurückreicht. Da sind viele Dinge aufzuarbeiten, unter anderem unterschiedliche Gerichte. Aber trotzdem ist eines interessant in dieser Causa, dass es hier um Verkauf von zwei Eigentumswohnungen geht. Und interessant ist, dass immer die handelnden Parteien gleich sind. Es ist der gleiche Pflegschaftsrichter, es ist die gleiche Besachwaltete, es ist der gleiche Gutachter, es ist der gleiche Sachwalter, der hier die Anträge gestellt hat. Und es ist interessanterweise auch der gleiche Treuhänder und Vertragsrichter, der die Kaufverträge gemacht hat. Ist doch ein bisschen auffällig, nicht? Bevor wir die Anwälte im Detail streiten lassen, müssen wir noch einmal zurück nach Baden, in den Dobelhofpark. Denn dort in der Nähe befanden sich die Wohnungen von Tante Traude, um die es nun bei Gericht geht. Wie ist ihr Verkauf genau abgelaufen? In beiden Fällen bildet, was den Verkaufspreis betrifft, ein Schätzgutachten aus dem Jahr 2008 die Grundlage. Wohnung Nummer 1, rund 53 Quadratmeter. Am 27.02.2009 beantragt der Sachwalter von Tante Traude beim Pflegschaftsgericht die Genehmigung für den Verkauf dieser Wohnung. Begründung? Aufgrund der schwierigen Marktsituation, Vermietung von Wohnungen, ist der Verkauf der Wohnung in Baden zu empfehlen. Da der Immobilienmarkt in den letzten Monaten zusammengebrochen ist, ist es im Sinne der Vermögenssicherung wichtig, die Wohnung zu verkaufen, da das Schätzungsgutachten vom September 2008 in Höhe von 86.000 Euro verliert wertmäßig ungefähr 15-20%. Der Wohnungswert hat sich unter Berücksichtigung einer solchen Annahme auf rund 71.000 reduziert. Derzeit gibt es ein Kaufangebot mit 80.000 Euro. Ich ersuche um sachwalterschaftsbehördliche Genehmigung.
Einige Tage später, am 2.3.2009, der Beschluss des Pflegschaftsgerichts. Der Verkauf wird genehmigt, er sei im Interesse der Besachwalteten. Rund ein Jahr später kommt dann die zweite Wohnung von Tante Traude dran. Sie hat rund 40 Quadratmeter, es gibt ein Kaufangebot über 32.000 Euro. Am 29.04.2010 beantragt der Sachwalter, vertreten durch einen Notar, die sachwalterschaftsbehördliche Genehmigung für den Kaufvertrag. Begründung: Aufgrund der nunmehr massiv verschlechterten Marktsituation ist zwischenzeitig ein Wertverlust eingetreten. Der Kaufvertrag ist dennoch zum Wohle der besachwalteten Frau, weil der Kaufpreis annähernd den Schätzwert dieser Eigentumswohnung jedenfalls erreicht. Am 28.06.2010 der Beschluss des Pflegschaftsgerichts. Der Verkauf wird genehmigt, da, so das Gericht, der Wert der Wohnung mit 28.000 Euro geschätzt wurde und der Kaufpreis über dem Verkehrswert liege. Es geht darum, dass der Verdacht besteht, dass hier eine unwahrscheinliche Schlamperei Platz gegriffen hat zwischen einerseits einem Sachwalter, dann dem zur Kontrolle verpflichteten Gerichtsorgan und dass das Gericht hier, ich sage erst einmal nonchalant, in einer ganz, ganz raschen Art und Weise, wir haben den Verdacht sogar ohne genaue Prüfung, den Verkauf von zwei Eigentumswohnungen bewilligt hat. Gerold Wallner hat akribisch nachgerechnet und ermittelt bei beiden Wohnungen höhere Verkehrswerte. Beim Verkauf von Wohnung 2 dürfte überhaupt ein schwerer Fehler passiert sein. Da sei, so Wallner, bei der Bemessung des Kaufpreises nur der halbe Schätzwert der Wohnung herangezogen worden. Die Wohnung 2 ist im Jahr 2010 71.000 Euro wert gewesen und wurde um 32.000 verkauft. Das kann es nicht sein. Ne? Und die Wohnungen waren noch dazu vermietet, haben wir Geld gebraucht. Also wenn man wirtschaftlich denkt, dann verkauft man nicht etwas unterm Wert, das noch dazu Geld bringt. Wie schlecht kann man rechnen? Und die werden verkauft, wenn keine Not ist? Es war ja keine Not da, die sind nicht am Hungertuch genagt. Warum verkauft man die Wohnungen? Ein Pflegschaftsgericht gibt den Sanktus dazu. Also. Und genau das hätte das Gericht, so Anwalt Peter Leski, laut § 223 ABGB gar nicht tun dürfen. Es ist ja im Gesetz eindeutig geregelt, dass die Immobilie einer besachwalteten Person nur dann verkauft werden darf, wenn entweder ein Notfall vorliegt oder wenn es zum offenkundigen Vorteil der Besachwalteten ist. Beide Fälle sind unstrittig hier nicht gegeben. Die Besachwaltete hatte ein Millionenvermögen damals. Es war nicht notwendig, die Wohnung zu verkaufen und es war schon gar nicht zu ihrem offenkundigen Vorteil, weil ich würde es anders formulieren. Es war sogar offenkundig, dass es zu ihrem Nachteil ist. Die Erbinnen wollen deshalb Schadenersatz von der Republik. Für den Wohnungsverkauf 2009 rund 273.000 Euro, für den Wohnungsverkauf 2010 170.000 Euro. Die Klagsummen ergeben sich einerseits aus dem positiven Schaden, aus der Differenz, dass die Wohnung eben einen weitaus günstigeren Preis als zum Verkehrswert verkauft worden ist und andererseits die Entziehung der Wertsteigerung. Die Erbinnen wären heute in der Lage, diese Wohnung, wenn sie noch in ihrem Besitz wären, ganz anders zu anderen Werten zu verkaufen, zu belehnen, für Kreditaufnahmen, auch als Pfand zu bestellen. Und andererseits hätten sie ja auch in der Zeit, in den letzten Jahren, wie auch die Besachwaltete, weiterhin Mietzinseinnahmen erzielen können. Wien, 1. Bezirk, Singerstraße 17. Die Adresse der Finanzprokuratur. Anwalt der Republik. Hier sieht man den Sachverhalt naturgemäß anders und bestreitet das Klagebegehren der Erbinnen dem Grunde und der Höhe nach. Und überhaupt sei der Klagsanspruch verjährt. Die beiden Klagen stützen sich auf Beschlüsse aus dem Jahr 2009 und 2010. Und im Amtshaftungsrecht haben wir eine absolute Verjährungsfrist von 10 Jahren. Und wir sagen in den beiden Verfahren, dass der Klagsanspruch deshalb verjährt ist, weil diese 10 Jahre abgelaufen sind und deswegen auch kein Klagsanspruch besteht. Stimmt nicht ganz, kontert Dr. Peter Leski, Anwalt der Erbinnen. Corona sei Dank gehe es sich zumindest für die Wohnung, die 2010 verkauft worden ist, aus. Diese 10-jährige Frist erstreckt sich aber einerseits durch die Bestimmungen des zweiten Covid-19-Maßnahmengesetzes,
Da ist durch die Corona-Pandemie eine Fristverstreckung eingetreten. Da ist es überhaupt kein Problem. Bei dem anderen Fall, wo die Wohnung im Jahr 2009 damals verkauft worden ist, ist die Klage im Jahre 2021 eingebracht worden. Da geht es um 12 Jahre. Also da geht man mit der normalen 10-jährigen Verjährungsfrist nicht zu Rande. Da wäre es dies, falls wenn man sich nur auf diesen Paragraphen stützen könnte, tatsächlich verjährt. Deshalb hat Peter Leski bei dieser Wohnung einen anderen juristischen Hebel angesetzt, um der Verjährung zu entgehen. In erster Instanz ist er damit am Landesgericht Wiener Neustadt gescheitert. Gegen dieses Urteil hat er berufen, zumindest vorerst ein Punkt für die Gegenseite. Im Verfahren 2009, betreffend Wohnung 2009, hat uns das Landesgericht Wiener Neustadt Recht gegeben. Aber beim Wohnungsverkauf 2010 hat es das Landesgericht Wiener Neustadt in Sachen Verjährung anders gesehen. Ein Punkt für die Erbinnen. Hier ist vom Gericht klar festgelegt worden, dass eine Verjährung nicht eingetreten ist. Die Finanzprokuratur bietet den Erbinnen daraufhin einen außergerichtlichen Vergleich durch Zahlung von 30.000 Euro an. Wir haben Vergleichsgespräche geführt, die sind aber von Seiten der Klagenpartei dann nicht mehr weitergeführt worden, aufgrund höherer Forderungen, die nicht erfüllbar sind. Das ist so Abspeisen und dann tun sie auch nicht weiter, ja? Dann so, jetzt hat sie es gekriegt und jetzt ist er Ruhe. Ja? Wir wollen die volle Gerechtigkeit und da sind wir uns einig. Die Erbinnen hätten noch müssen auf alle anderen Sachen, die ja in den Akten noch zu finden sind, auch verzichten müssen. Und das war in der Beurteilung, geht es hier um ein Prinzip oder geht es hier nur um, machen wir halt ein bisschen eine Kohle, hat halt die Ablehnung dann letztlich gesiegt. Wir fassen zusammen. Vor Gericht streitet man inhaltlich derzeit also nur, ob die Veräußerung jener Wohnung, die als zweite verkauft worden ist, unnötig war. Bei der Wohnung, die als erste im Jahr 2009 verkauft wurde, hat ja das Erstgericht gemeint, damit müssen wir uns inhaltlich gar nicht auseinandersetzen, Klage zu spät eingebracht, verjährt. Dagegen hat ja der Anwalt der Nichten der Tante Traude eine Berufung eingebracht. Und Anfang dieser Woche dann der Paukenschlag. Das Oberlandesgericht hat entschieden, keine Verjährung, auch bei der ersten Wohnung nicht. Die Begründung, sehr verkürzt gesagt, wenn eine Interessenskollision beim Sachwalter anzunehmen ist, beginnt die Verjährungsfrist erst mit Beendigung der Sachwalterschaft zu laufen, also dem Tod der Tante Traude. Dieser Beschluss des Oberlandesgerichtes ist erfreulich für die Erbinnen, weil sich das Gericht jetzt auch inhaltlich mit ihren Argumenten bei der ersten Wohnung auseinandersetzen muss. Und interessant ist auch, was in dem Beschluss des Oberlandesgerichtes steht, wie Sachwalter mit Immobilien von Schutzbefohlenen umgehen sollten. Ich zitiere, Grundbesitz sei in der Regel die sicherste Wertanlage, die deshalb dem Pflegebefohlenen prinzipiell ungeschmälert verbleiben sollte. Wie argumentiert der Anwalt der Republik, dass der Verkauf der Wohnung dennoch in Ordnung war und vom Pflegschaftsgericht genehmigt werden durfte? Nach der Ansicht der Republik Österreich, nach unserer Ansicht, ist die Entscheidung zumindest vertretbar getroffen worden. Im Amtshaftungsverfahren ist es ein ganz wesentlicher Faktor, die Vertretbarkeit. Es ist anders, es ist nicht im Rechtsmittelverfahren ist immer zu prüfen, ob die Entscheidung richtig war, nicht, aber im Amtshaftungsfall, da muss entschieden werden, ist die Entscheidung auch vertretbar gewesen, ist die Sorgfalt eingehalten worden und das behaupten wir. Der Anwalt der Erbinnen sieht das ganz anders. Das Gericht habe grob fahrlässig gehandelt. Es geht hier darum, dass man Ansprüche aus dem Titel des Schadenersatzes geltend macht, weil die damalige Pflegschaftsrichterin in rechtswidriger Weise Verkäufe von Eigentumswohnungen genehmigt hat, ohne ihrer Prüfpflicht nachzukommen, ohne ein Sachverständigengutachten einzuholen, wenn sie schon dem Gedanken weiter nachgeht, dass angeblich ein Wertverlust stattgefunden habe, was damals nicht der Fall war. Aber wenn schon der Sachwalter argumentiert, es war ein Wertverlust und zum Vermeidung eines weiteren Wertverlustes wäre der Verkauf der Immobilie dringend angezeigt, dann hätte man ein Gutachten einholen müssen. Das ist nicht gemacht worden. Es war grobe Fahrlässigkeit einerseits wegen der Schwere der Versäumnisse und Fehler des Gerichtes und andererseits wegen des Zusammentreffens mehrerer Fehler bei einem und demselben Akt der Bewilligung eines Verkaufes. Wenn man dieser Rechtsansicht folgt und sagt, es ist ein Fehler geschehen, dann war er jedenfalls nicht grob, sondern höchstens leicht fahrlässig. Und noch ein Argument führt die Finanzprokuratur ins Treffen.
Die Vorschriften des ABGBs im gegenständlichen Fall hat den Zweck, dass der Pflegebefohlene geschützt wird vor Vermögensnachteilen. Die Tante Traude umsetzt. In dem gegenständlichen Fall dann die Tante Traude. Ja. Nicht erfasst sind dann die Erben von der Tante Traude. Das ist nach Rechtsprechung des OGHs, das wird dann auch noch abzuklären sein im gegenständlichen Verfall, nicht der Fall, dass auch die Erben geschützt sind. Geschützt heißt, dass sie Schadenersatzansprüche stellen können. Im Sinne von Schadenersatzansprüche heißt das geschützt sein, ja. Außerdem hätte Tante Traude damals 2010 den gerichtlichen Beschluss zum Wohnungsverkauf nicht mit Rechtsmitteln bekämpft. Tatsächlich ist einer der vielen anderen Einwände auch, dass die damals Vertretene ihre Rettungspflicht verletzt hat, indem sie diesen Beschluss, der gefasst worden ist, der nicht bekämpft worden ist, rechtskräftig werden hat lassen und deswegen ihre Rettungspflicht verletzt hat. Aber wie soll das eine Frau, die einen Sachwalter hat, die genau deshalb einen Sachwalter hat, weil sie eben diese Dinge nicht mehr kann, wie soll sie da einen Rekurs erheben? Das ist ein berechtigter Einwand. Es ist ein Einwand der Republik von vielen, den wird auch das Gericht dann abklären müssen. Landesgericht Wiener Neustadt am 7. Juni. Die Erbinnen und Gerold Wallner kommen zur angesetzten Verhandlung in Sachen Wohnungsverkauf 2010. Frau Aigner, was erwarten Sie sich heute? Gerechtigkeit, wie jedes Mal, wenn wir da bei Gericht sind. Naja, ich erwarte mir, dass das Gericht festgestellt hat, dass meine Besachwaltete nicht so abhandeln kann. Dass das Gericht das genauso sieht wie wir und dass mein Glaube am Rechtsstaat nicht verloren geht. Ja, ich erwarte mir keine Überraschung. Das wird sich als falsche Erwartung herausstellen. Auch der Rechtsanwalt der Erbinnen, Dr. Peter Leski, rechnet vor der Verhandlung noch im Großen und Ganzen mit Business as usual. Wird ein interessanter Verhandlungstermin heute. Mhm. Ja, aber wir werden es sehen. Die Verhandlung wird wahrscheinlich geschlossen werden, dann. Und dann warten wir auf das Urteil in erster Instanz. Ähnlich die Einschätzung von Dr. Martin Paar, dem Anwalt der Republik. Herr Dr. Paar, was erwarten Sie für die Verhandlung heute? Nichts Besonderes. Die beantragten Zeugen werden heute einvernommen. Dann werden wir sehen, wird wahrscheinlich auch gleich geschlossen werden und das Urteil schriftlich ergehen. Das muss man dann abwarten. Rechtssache Margit Aigner gegen Republik Österreich, Saal 36 eintreten. Zwei der Erbinnen sollen heute als Zeuginnen aussagen. Mit Spannung aber warten hier alle auf einen Mann, den Sachwalter von Tante Traude. Auch er ist heute als Zeuge geladen. Pünktlich um 9 Uhr startet die Verhandlung. Doch von einem fehlt bis jetzt jede Spur. Vom Sachwalter. Der Zeuge ist bis jetzt nicht da, der Sachwalter. Erstaunt mich jetzt nicht sehr. Ich habe das so angenommen, weil er besser agieren kann. Ne? Also ich bin schon ein bisschen enttäuscht, weil ich mir eigentlich gedacht habe, man muss sich dem Ganzen stellen. Und ich meine, es macht auch kein gutes Bild, wenn er nicht erscheint. Aber vielleicht kommt er ja noch. Ja, also kann ja sein, dass es genau, sich verspätet hat, richtig. Etwa 20 Minuten nach Verhandlungsbeginn ist der Sachwalter doch noch eingetroffen, samt Anwalt. Ein neuerlicher Versuch, ihn oder seinen Anwalt für ein Interview zu gewinnen, scheitert. Als Grund nennen beide die Verschwiegenheitspflicht. Schließlich wird der Sachwalter aufgerufen. Doch sein Auftritt vor Gericht währt nur kurz. Er sagt nicht aus und beruft sich auf die Verschwiegenheitspflicht. Nach rund 10 Minuten verlässt der Samtanwalt das Gerichtsgebäude. Der Rest ist Schweigen. Die Verhandlung wird vertagt. Ja, unglaublich. 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 So ist es. Eine überraschende Wendung. Überraschende Wendung, ja, weil man nicht damit gerechnet hat, dass der Sachwalter hier nicht bereit sein würde, auszusagen. Und auch interessanterweise, dass er sogar seinen Rechtsanwalt mitnimmt. Er ist ja nicht Verfahrenspartei, er ist ja unter Anführungszeichen nur Zeuge. Und Zeuge nehmen ihren Rechtsanwalt nur dann mit, wenn sie was zu befürchten haben. Herr Dr. Paar, sind Sie sich mit Ihrem
Kontrahenten sozusagen in diesem Verfahren einig, dass das jetzt eine Überraschung war, das abrupte Ende der Verhandlung? Ja, leider ist es tatsächlicherweise eine Überraschung gewesen, weil die Frage der Verschwiegenheit hätte man vorher abklären können. Jetzt in der Tagsatzung dann zu sagen, ich bin verschwiegen. Und das muss man dann jetzt rechtlich klären, ob das tatsächlich der Fall ist. Ich halte das für rechtlich verfehlt, weil diese Pflicht ist jedenfalls seit dem Ableben der Erblasserin beendet und auch erloschen. Und man kann nicht argumentieren, dass das über den Tod hinaus gelten würde. Da würde sich ja bei derartigen Konstellationen immer eine Befragung von Zeugen, von Organwaltern ja ad absurdum führen. Das ist nicht die Intention des Gesetzes. Das Gericht ist hier auf Nummer sicher gegangen und möchte das beim Pflegschaftsgericht noch einmal hinterfragen. Herr Dr. Paar, wie sehen Sie das Ganze? Ich sehe das auch eine gute Entscheidung vom Gericht, bevor ein Verfahrensfehler produziert wird, sollte es geklärt werden, ob überhaupt eine Verschwiegenheitspflicht besteht. Wenn ja, dann wird man über das Pflegschaftsgericht eine Entbindung einholen. Eine eigentlich für 3,5 Stunden angesetzte Verhandlung nimmt also ein abruptes Ende. Der nächste Termin, 9. November. Wir sehen uns im November wieder. So ist es. Alles Gute. Danke. Zurück in Gumpoldskirchen. Die Nichten zeigen uns einen Platz, den Tante Traude besonders geliebt haben soll. Hier, auf diesem Bankerl, sei sie oft gesessen. Was das Geld der Tante Traude betrifft, sind sich die Nichten einig. Sie hätte sollen verprassen, sie hätte sollen ausgeben für sich. Ja? Sie hätte das ganze Jahr auf einem Kreuzfahrtschiff verbringen können. Sie hätte ihr ganzes Geld, und es war ja doch einiges da, verbrauchen können. Dann hätte sie was gehabt davon. Ja? Und Gerold Wallner? Er hat sich wieder an seinen Platz hinter dem Computer zurückgezogen und bereitet schon die nächste Klage gegen die Republik vor. Darin listet er weitere gerichtlich genehmigte und für Tante Traude vermeintlich nachteilige Transaktionen auf. Klagsumme inklusive entgangener Zinsen und Wertsteigerungen, 1,7 Millionen Euro. Und da wären dann noch einige andere Punkte, die so ähnlich sind wie diese Wohnungen, auch zur Sprache gebracht werden. Aber wären die Sachen, die eklatant sind und die hoffentlich dann auch eine Verbesserung im System der Besachwaltung oder Erwachsenenvertretung, wie es jetzt heißt, bringen, das werden wir sicher auf die Straße bringen. Und was herauskommt, werden wir sehen. Auch die Erbinnen betonen immer wieder, dass es ihnen ums Prinzip und keineswegs ums Geld gehe. Weil egal, wem ich die Geschichte erzähle, der weiß eine Gegengeschichte. Also der weiß sowas Ähnliches. Sie glauben, Sie sind kein Einzelfall? Nein, keine. Ich denke, es wird in Österreich viele Fälle geben, die uns da sehr recht geben und uns nicht als gierig sehen, sondern sich da wirklich überlegen, was ist da alles passiert, die Fakten, dass da die Gerechtigkeit siegen soll. Nämlich, dass man eine arme, besachwaltete Frau ausquetscht wie eine Zitrone. Ich bin an und für sich ein nicht sehr streitsamer Mensch. Ich habe lieber meine Ruhe. Aber Ungerechtigkeiten, da gehe ich in Rage. Von mir aus soll dieser ganze Prozess ein Präzedenzfall sein. Von mir aus soll alles draufgehen an Anwaltskosten. Ist mir wurscht. Es geht mir nicht. Es geht mir um das, dass es eine Riesenfrechheit ist, was da passiert und das am wenigsten kontrolliert wird.